Dann erzählen wir euch noch ein bisschen was darüber, wie man ein bisschen Out-of-Band-Management baut. Ich hatte gerade schon was dazu erzählt, wie unsere Backbone-Standorte aussehen. Aber vielleicht möchte man noch ein bisschen mehr haben und noch ein bisschen mehr doppelten Boden. Wer ich bin, wisst ihr schon, ich bin der Max. Das genau. Ist der Raphael. Und ich bin Raphael, bin tagsüber beschäftigt bei der ÖDIF KG in Bielefeld als DevOps-Engineer Linux. Bin ebenfalls bei Freifunk Hochstift unterwegs und bin auch natürlich Fanboy von Debian und KVM, QEMU und Ansible. Und ja, was wir gemacht haben und wie wir das Ganze gebaut haben, da erzählt Max euch jetzt ein Stück weit was zu und dann gibt es von mir nochmal ein How-To und wenn ihr rausgeht, dann solltet ihr das eigentlich alle bauen können. Genau. Also, was war, was ist, was wird und wie geht das überhaupt? Wie sieht so ein Netzwerk pro POP aus? Ich habe da irgendwie einen Backbone-Router. Wir haben jetzt schon gelernt, das ist so eine APU, also sprich das, was hier unten liegt. Gibt es auch gleich Bilder von. Da habe ich so ein paar Richtfunkstrecken dran, hier jetzt nur zwei. Wie wir vorhin gelernt haben, sind da Transfer-WLANs, Transfernetze drauf. Das heißt, da wird geroutet und ich habe ein eindeutiges Management-Netz pro POP. Das heißt, diese schöne blaue Wolke unten ist dann offline, wenn der Router aussteigt. Das ist doof, weil ich dann nicht mehr drankomme. Vorhin schon gehört, es gibt die Management-Backdoor, das heißt, ich komme da irgendwie wieder rein in dieses Netz. Ich kann also an den Switch noch dran, ich kann an die Richtfunkstrecken dran, an die Access-Points komme ich noch dran, aber ich komme an die APU nicht dran. Und wie gesagt, Zugriff ist zum Teil doof. Es wäre jetzt schon echt blöd, wenn ich da hinlaufen muss, nur um dieses eine Gerät zu treten. Da habe ich jetzt schon vorgegriffen. Management Backdoor habe ich euch vorhin schon auch erklärt. Ja, ich habe Backdoor gesagt. Das heißt bewusst Management Backdoor, weil ich das Managementnetz, okay, du warst vorhin glaube ich nicht da, weil ich das Managementnetz bewusst ausleite. Das heißt, das Managementnetz eines POPs kann ich an jedem adjazenten POP konfigurieren durch den Stunt, dass ich auf allen Richtfunkstrecken das WLAN erlaube. Standardmäßig im Tagesbetrieb ist das kein Problem, weil da kein Traffic drüber geht. Wenn der Router ausfällt, kann ich mir manuell konfigurieren, dass ich in dieses Netz reinkomme, um an alle anderen Geräte, Switch, Richtfunkstrecken, Access Points etc. noch dran zu kommen. Das heißt, diese Backdoor habe ich. Also ich finde, der Name Backdoor beschreibt ungefähr, was es tut. Ich habe sie selber gebaut, sie ist nur für mich. Da die Richtfunkstrecken verschlüsselt sind, ist das Sicherheitsrisiko jetzt mal nicht vorhanden. Deswegen geht das. Also das haben wir schon, das war einfach. Was tue ich jetzt, wenn die APU kaputt geht? Drankommen ist manchmal schwer. Also wäre es eigentlich geil, wenn ich eine Remote-Konsole hätte. Das Ding hat einen seriellen Anschluss. Ich könnte also das Problem mit Geld lösen und könnte so eine, wie heißen die Dinger, Air-Konsole heißen die, glaube ich, die kann ich kaufen für 60, 70 Taler. Das macht Netzwerk auf USB und im Zweifel mache ich dann USB-Seriell-Adapter dran und klemme das Ding an die APU. Management-Netz-Backdoor habe ich ja, das heißt, ans Netz käme ich ja dran, damit funktioniert das. Das heißt, ich kann auf der Konsole rumklimpern. Für den Fall, dass die APU sich beim Booten die Karten legt, nützt mir das aber nichts, weil ich sie dann nicht resettet kriege. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen mehr. Das erzählt euch jetzt der Raphael. Genau, also warum machen wir das Ganze genau? Wir haben da so ein paar Probleme, Schwierigkeiten, die man so im täglichen Leben als Freifunker, glaube ich, auch nachvollziehen kann. Das wäre einmal das Problem mit dem physikalischen Zugang. Man kennt das selber, man kriegt irgendwie einen Ansprechpartner, eine Telefonnummer, versucht da anzurufen. Der arme Kollege hat natürlich, wie wir alle, einen ganzen Sack voll andere Dinge zu tun und meldet sich erstmal telefonisch nicht. Irgendwann schreibt man ihm eine Mail, da kommt dann nach einem Monat oder vielleicht doch zwei dann irgendwann mal, wenn wir Glück haben, etwas mit einem Termin bei rum. Und wenn ihr dann nach 3, 4, 5, 6 Wochen dahin kommt, geht ihr dahin, zieht einmal einen Stecker, um das Ding neu zu booten. Das ist für den Aufwand jetzt ein bisschen, ja, kurz. Andere Sache ist natürlich, wir wollen das Ganze vom warmen Sofa aus machen. Ich möchte nicht aufstehen, möchte das Ding resetten können, ohne mich zu bewegen. Und ein paar von euch haben es gestern schon mitgekriegt, es gibt so schöne, serielle Adapter. Die kommen erstmal ohne Anleitung. Die Farben von den Strippen da drin sind nicht gleich EJ45, auch wenn auf der anderen Seite EJ45 reinkommt. Das braucht ihr gar nicht denken.
die Dinger zu stecken, ist eine echt fummelige Arbeit. Vor allem, wenn man jetzt eher so ein bisschen grobmotorisch veranlagt ist. Ihr seht es selber auf dem Bild. Man kann die auch übrigens nicht mehr rausziehen. Also wenn die einmal da drin sind, kriegt ihr die nicht mehr da raus. Was brauchen wir, damit wir das Ganze nicht mehr so machen müssen? Unser Target-Device, also in diesem Fall unser APU, am besten mit irgendwie einer Manpage dabei, wo ihr euch so ein bisschen den Chip angucken könnt, die Pin-Belegung angucken könnt. Dann haben wir Strom, 5 Volt, das ist so ein 15 Watt Netzteil, also kann bis 3 Ampere, ist pegelbar, das Meanwell RS-15.5, was wir jetzt genommen haben. Ich kann euch nur raten, messt das auf jeden Fall durch, weil die sind standardmäßig ein bisschen höher eingestellt. Das macht ihr mit einem Raspberry einmal, weil wir die über die GPIO-Pinne angeschlossen haben. Und danach könnt ihr das Ding wegtun, wenn das mehr als 5 Volt sind. Das ist eher nicht so schön. Dann den Raspberry Pi haben wir jetzt dazu genommen. Ihr könnt vermutlich auch jeden anderen Sock nehmen, wenn es nur darum geht, wir wollt irgendwie eine serielle Konsole haben oder einfach einen Reset-Knopf triggern in dem Fall. Wir haben uns jetzt aus, ja, ich sag mal, irgendwie Convenience-Gründen, kennen wir alle, können wir alle benutzen, kommt halt irgendwie auch ein Debian drauf, beziehungsweise ein Raspbian in dem Fall, haben wir uns halt einfach für einen Raspberry Pi entschieden. SD-Karte dazu und ein paar Jumper-Wires, um das Ganze zu verkabeln, beziehungsweise einfach ein paar Adern für den 230 Volt Stromzugang. Was kostet das Ganze? PSU für Strom 10 Euro, Raspberry Pi ungefähr 50 Euro. Da gibt es jetzt auch, sag ich mal, so ein paar Sets, die man kaufen könnte. Wir haben auch viel Sets gekauft mit, ich glaube, teilweise sogar Gehäusen auch dabei. Auch mit Jumper Wires schon dabei. Gut, Jumper Wires haben wir jetzt einfach mal aufgeschrieben, 5 Euro. Da kriegt man dann auf jeden Fall genug für. Das ist dann so ein guter Packen. SD-Karte, ich glaube, wir haben jetzt einfach irgendeine 16 GB SD-Karte genommen. Die gibt es halt auch für einen kleinen Preis. Um das Ganze zu bauen, brauchen wir als allererstes Strom. Ihr seht einmal das APU-Board auf der linken Seite mit Netzteil. Ich meine, das sind 12 Volt, also 230 Volt dann auf 12 Volt, einmal für die APU und einmal auf 5 Volt für den Raspberry Pi. Das ist das kleine Netzteil. Da überlegen wir uns auch noch gerade so ein bisschen, wie wir das verschrauben, weil es gibt hinten nur eine Schraube und Dinge an einer einzigen Schraube zu befestigen, ist immer irgendwie ein bisschen doof. Dann Strom an den Raspberry Pi. Den Raspberry Pi kann man über die GPIO-Pinne, beziehungsweise der hat so einen kleinen Header über den GPIO-Pin, kann man mit betreiben. Was wir da jetzt noch nicht haben, ist halt irgendwie eine Befestigung. Also der liegt jetzt auch bei unserem Prototypen, den ich hier mitgebracht habe. Wen das interessiert, der könnt auch gleich mal gucken. Wir haben einmal eine Frage. Frage nicht direkt, also es gibt so Klebepads mit so Nupsis drauf, wo man den Pi einfach draufstöpseln könnte. Okay. Ja, kann man sich eventuell mal angucken. Wir hatten jetzt wahrscheinlich geplant, das Ganze irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu overengineeren. eine vernünftige Plate da rein, wo wir den Raspberry Pi drauf schrauben können. Also ihr seht selber, ihr habt da die 4 Pinne, wo die Schrauben reinkommen. Da eine Plate drüber und dann eine kleinere Plate halt, sag ich mal, mit einem Satz Schrauben, 4 Pinne für den Raspberry, relativ weit vorne da dran. Da eventuell dann auch noch in das, ich meine, das ist leider Plastik oder so hier vorne dran. Nee, das ist auch Metall. Ist auch Metall. Das Gehäuse kann 2 APUs aufnehmen, das heißt, ich habe rechts nochmal eine Halterung für die APU. Und die Idee ist, da aus Alu oder irgendwas ein Stück Metall fräsen zu lassen. Es gibt hier Maschinenbauer und CAD-Menschen hier in der Uni, sich was designen zu lassen, was ich auf die 4 Sockel der APU schraube und obendrauf dann was habe, wo ich den Raspberry festschrauben kann, damit der fest ist. Und vorne in das Metall der Blende vielleicht irgendwie mit CNC sonst was diese 3 Löcher reinfräse für USB und Netzwerk, weil da muss irgendwie nochmal Netzwerk rein. Das meinte er mit Overengineering. Genau. Weil es geht. Ja, die Pinbelegung, wie gesagt, GPIO, darüber ist noch so ein Header, das ist jetzt ganz links, da sind nochmal 2 5 Volt und die schwarzen sind, wie unten noch beschrieben, Ground. Das heißt, wir haben einfach unser Netzteil, naja, plus an 5 Volt, minus an Ground. Das Ding vorher vernünftig einpegeln, wie gesagt, ich kann euch nur raten, messt das. Und dann wird der Raspberry Pi über dieses kleine Minimal-Netzteil betrieben. Dann kommen wir zu einem der, ja, sag ich mal, wichtigeren Punkte, damit wir auch irgendwas haben, was wir bedienen können, ein serieller Anschluss.
Wir hatten jetzt das Glück, dass diese APU-Boards links auf diesem kleinen weißen Header, das ist ein COM2-Slot, der glücklicherweise mit 3,3 Volt betrieben wird. Das ist auch gleichzeitig, wenn ich das richtig im Kopf habe, das, was man an Spannung maximal auf die GPIO-Pinne geben sollte von einem Raspberry. Wenn da mehr drauf ist, ja, blauer Rauch, neuer Versuch. Das kann man auch durchmessen. Die Pin-Belegung zeige ich euch auch gleich dazu. Und der Raspberry Pi hat auf der anderen Seite einfach ein UART-Interface. Das heißt, wir haben letztendlich RX-TX-Ground auf beiden Seiten. Das sind die Pinne 14, 15 und halt irgendein Ground-Pin. Verkabeln dann halt TX an RX, umgekehrt und einmal Ground. Den Header selber könnt ihr, wie ihr seht, es ist Ground, es ist einmal 5 Volt noch dran, einmal 3 Volt, könnt ihr durchmessen, wenn ihr euch nicht sicher seid, welcher Pin jetzt welcher ist. Die Dokumentation der APU-Boards selber ist, was die Schaltpläne angeht, echt gut. Also gibt es seitenweise. Das ist alles echt gut dokumentiert. Ups, dann haben wir ein bisschen Konfiguration auf dem Raspberry selber. Ihr möchtet das UART-Interface dediziert aktivieren, einmal in der Boot-Config. Es gibt da wohl, glaube ich, ein internes UART-Interface, was auch standardmäßig, oder ein Serial-Interface, was standardmäßig an ist. Das geht aber nicht über GPIO-Pinne. Dann wollen wir natürlich die Konsole auf dem UART bzw. auf dem Serial-Interface ausschalten, weil wir wollen das Ding als Dial-Out benutzen. Wenn da schon etwas lauscht, wäre das doof, weil dann ist das Gerät halt schon in Benutzung. Auf der anderen Seite, bei der APU, haben wir eigentlich nur einen Service aktivieren müssen für Serial Getty. Also wir brauchen halt irgendwie ein Terminal auf der Gegenseite und machen das Ganze noch bootfest. Ja, und danach könnt ihr eigentlich mit einem Minicom oder mit einem Screen oder was immer da euer favorisiertes Tool ist, eine serielle Konsole aufmachen und kommt an das Ding dran. Was jetzt auch in dem Prototypen noch nicht mit dabei ist, ist der Reset-Switch. Das ist halt irgendwie China-Hardware. Es gibt ein Relay, was wir dafür benutzen wollten. Es gibt auch nochmal einen interessanten Blogpost von jemandem, wo wir uns so ein bisschen Know-how abgeholt haben, wie man das auch noch anders machen kann. Wir haben uns jetzt für ein Relay entschieden. Wie gesagt, das ist noch in der Post, soll geliefert werden zwischen 12. und 22. November. Bestellt wurde es vor 2 Wochen. Das kommt in Zukunft also auch noch, damit wir auf den Knopf drücken können. Das wird dann auch über die GPIO-Pinne betrieben. Also wenn da 3,3 Volt drauf kommen, schaltet dieses Relay und würde dann die Reset-Pinne auf dem APU-Board kurz schließen. Und damit hätten wir einen sauberen Boot von der APU, falls sie mal hängen bleiben sollte. Damit wäre ich durch. Moment. Kannst du die Grafik mit dem, also das Foto mit dem von der Hardware nochmal zeigen, bitte? Ja. Danke. Ich habe den Prototypen auch hier stehen, für die Leute, die das interessiert. Fragen sonst noch? Anregungen? Ich gehe mal hier unten hin, da ist der Weg kürzer. Ja, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag, finde ich sehr interessant. Ich habe so zwei Fragen. Erster Punkt wäre, hast du über einen Raspberry Pi Zero Wireless oder Zero nachgedacht? Der könnte was preiswerter und energiesparsamer sein. Also wir haben darüber diskutiert und sind uns dann irgendwie einig gewesen, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht wollen wir mit dem Ding auch nochmal mehr machen, wollen uns so ein bisschen offen halten, wollen das recht generalisiert halt auch halten, dass jeder das Ding kennt, jeder kann es irgendwie bedienen. Ich weiß nicht, auf dem Raspberry Pi Zero läuft da auch ein Linux dann drauf? Oder? Ja, das ist normales Raspbian. Ja. Also die haben auch die gleiche Header-Leiste, die haben halt weniger USB-Ports und keine Netzwerkschnittstelle und ein bisschen weniger RAM und CPU, das sind so die Hauptgründe. Ja, Netzwerkschnittstelle wäre für uns schon wichtig. Also wir brauchen ja irgendwie ein Standard-Gateway, wo wir hintenrum immer noch drankommen können aus dem Netz. An der Stelle. Ja, wir müssen ja dann den Weg gehen, dass wir sagen, wir kommen über irgendein Default-Gateway auf den Raspberry und dann vom Raspberry auf die APU, um halt entweder ein Reset zu machen oder eine serielle Konsole, falls da Routing komplett verfriemelt oder whatever. Ja, die zweite Frage geht so ein bisschen in die Richtung. Habt ihr über andere Medien, sag mal LoRaWAN, LTE oder so nachgedacht? Um, falls keine Konnektivität besteht, da noch Kommandos hinzuschicken?
ist wahrscheinlich in den Standorten, je nachdem, wo so ein Netzwerkraum gerade verortet ist, eher schwierig mit LTE. Weil wenn das in irgendeinem Keller ist, auch gerade in Rechenzentren kenne ich es eigentlich, also dass man da wahrscheinlich auch mit Zusatztelefonen mit Notruftaste rumläuft, eben weil du keinen Handyempfang, kein gar nichts hast. Und es ist zu teuer und erzeugt laufende Kosten. Also ja, klar, das wäre der logische Schritt, wenn man das produktiv betreibt. Aber muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Das ist nur ein Freifunknetz. Also LTE ist einfach zu teuer. LoRaWAN wäre vielleicht eine Idee. Da weiß ich zu wenig drüber. Ich glaube, da wissen die meisten bei uns zu wenig drüber. Okay, kann Stefan gleich was zu sagen, ob das eine Lösung ist. Aber das Ding muss auf jeden Fall einen Netzwerkanschluss haben, also einen Kabelanschluss haben, weil ich nicht vor Ort sein möchte. Das wäre ja witzlos dann wieder. Das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen, damit es über das normale Netz geht. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Finde ich ein sehr spannendes Thema, weil genau dasselbe Problem haben wir auch irgendwie. Frage 1 wäre, habt ihr euch irgendwie Gedanken zur Stabilität gemacht? Weil also ich bin selbst nicht so der Hardware-Bastler, aber ich habe aus verschiedenen Ecken immer mal wieder gehört, dass diese Pis auch einfach gerne mal abstürzen und hängen bleiben. Also ich hatte selbst mal einen Pi als Backup-Server laufen, so mit USB-Platte dran, und da musste ich ab und zu mal bei Mami anrufen, dass sie mal den Schalter umlegt. Ja, also da könnte man sich noch Dinge überlegen, dass man vielleicht auch umgekehrt nochmal ein Interface baut, weil wir haben ja noch USB-Slots frei, dass man sagt, okay, vielleicht haben wir irgendwo noch einen anderen Header, dass wir dann von der APU auf den Raspberry kommen und dann kannst du die gegenseitig resetten. Punkt 2 wäre Stromversorgung der APU. Was mir immer vorschwebt, ist irgendwie, also man hat ja vor Ort in der Regel PoE-Switche, die man sehr entspannt schalten kann. Und ich hatte immer irgendwie so die Vorstellung, dass man vielleicht irgendwie sowas baut, dass man aus PoE Plus dann die Hardware vor Ort, also sei es jetzt irgendwie so ein Freifunkrouter oder sei es jetzt so eine APU oder so, betreiben kann. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Also weil man das halt schön leicht schalten kann, ne? Ein aus. Man, ja, eventuell theoretisch könnte man das machen, aber ich weiß nicht, ob wir an jedem Standort überhaupt irgendwie PoE-Switcher da zur Verfügung haben. Max nickt, okay. Nö, haben wir ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Kann man bestimmt so machen. Wüsste ich jetzt nicht, was es da für Vor- oder Nachteile gibt an der Stelle. Also wir haben es einfach irgendwie nicht geschafft, da was zu finden, was das konvertiert von der Spannung her. Ja. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie ich die APU an den PoE-Switch kriege. Also ich bin noch nicht überzeugt, ob ich das will, aber ich wüsste gerade nicht mal, wie es geht, selbst wenn ich es wollte. Ja, also die APU sind halt, wie gesagt, dann an der Stelle, glaube ich, 12 Volt, der Raspberry Pi dann nochmal 5 Volt. Eine Frage hätte ich noch. Was habt ihr nachher am Ende für Möglichkeiten? Also könnt ihr im Zweifel die APU darüber zum Beispiel komplett neu aufsetzen oder habt ihr wirklich nur, also das Betriebssystem muss schon laufen, soweit ich das verstanden habe, weil ihr quasi jetzt keine Medien einbinden könnt oder so? Also klar, theoretisch, wenn wir irgendwo ein Network Boot oder sowas haben, im Net Install, dann können wir die auch komplett überbügeln. Wir müssen nur zusehen, dass das Ding halt irgendwo drankommt, wo es sich, ich sag mal, Dollar Image oder was weiß ich was, ein Grub ist ja da, sag ich mal, ein Bootloader ist, beziehungsweise der Bootloader von der APU ist da. Und wenn wir den irgendwo an passendes Netz halt kriegen, dann machst du darüber auch einfach einen Net-Install, theoretisch. Na cool, danke. Also installiert werden die Kisten sowieso per Netboot. Das haben wir ja gestern Abend auch gemacht für die Workshop-APUs. Das heißt, wenn ich die Management-Backdoor habe, kann ich mir ja auf irgendeiner anderen APU einen Install-Server aufsetzen oder zumindest nur einen DHCP-Server mit Relay etc. und kann sie darüber neu installieren. Der Rest kommt eh per Salt per Netz. Also ja, das wäre möglich. Vorne war auch noch mal eine Frage. Ja, kurz Thema LoRaWAN. Das Ding ist, in Paderborn gibt es zwar ein paar LoRaWAN-Gateways und es gibt auch eine aktive TTN-Community. Das Ding ist halt, ich denke, für einen Bit-Switch senden dürfte ein LoRaWAN noch funktionieren. Das ist aber halt auch nicht, naja, du hast halt keinen Rückkanal, ne? Du schickst es halt los. Und dann musst du hoffen, dass es funktioniert hat. Und die kannst halt auch nicht sehr viel senden. Das heißt, du kannst wahrscheinlich senden, weil LoRaWAN ja eigentlich eher für Empfangen gebaut ist. Das dazu. Und zum Thema Raspberry Pis und Sterben. Ja, richtig. Hauptsächlich sterben wir meistens an die SD-Karten.
Und wenn du sehr viel über USB machst, das heißt, wenn du irgendwie so einen File-Server hast oder so einen Backup-Server hast und das hast du über USB angeschlossen, weil da die Spannungsversorgung halt doof ist. Und da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, dass wir zum Beispiel das Logging auf dem Ding ausmachen oder dass das in einen WAT oder dass es in einen TempFS loggt oder irgendwie sowas. Sagen oder einfach Read-Only dann das Genau, oder falls es den Read-Only macht oder so, das dürfte dann halt relativ lange halten. Also ich habe das auch gehört. Natürlich könnte man jetzt solche Sachen machen wie, man nimmt jetzt so einen BeagleBone Black Industrial oder irgendwie sowas, aber dann kostet das gleich wieder 80 Euro anstatt 40 oder so. Und dann muss man das auch mal gucken. Aber ich denke mal, so als Proof of Concept funktioniert das schon ziemlich gut. Ja, hallo nochmal. Vielen Dank. Ich habe noch zwei Anmerkungen. Also die PoE-Spannung auf ARPU runterzuwandeln sollte kein großes Problem sein, solange die ARPU nicht nennenswert Strom zieht. Das heißt so... Ich meine, dieses ganze Ubiquiti-Equipment hat ja auch solche Wandler drin, die kriegst du auch einzeln. Wenn das tatsächlich eine Option ist, okay. LoRa finde ich interessant. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt das Problem mit keinem Rückkanal. Es gibt da schon Profile, die in beide Richtungen gehen. Es wird eher interessant von der Datenrate her. Also du kriegst halt ein paar Kilobit pro Sekunde oder pro Minute das durch. Das heißt, wenn du jetzt eine Antwortdatei oder eine Konfiguration sendest, die man für eine Installation braucht. Ich habe jetzt mal einen Debian Answer-File gedacht oder so. Das würdest du übertragen bekommen und so das Ding komplett neu aufsetzen können. Aber man muss halt schon ein bisschen mehr Gehirnschmalz investieren, wie dann die Architektur aussieht, dass ich tatsächlich mit so wenig Daten ein komplettes Neuaufsetzen des Systems schaffe, weil dann habe ich halt keinen Kanal, um diesen Install-Server zu konfigurieren, sondern da muss der Install-Server on board sein, schon per PXE rennen und ich lege da dann irgendwie das Answer-File ab. Ja, könnte man, denke ich, mal so tun. Allerdings haben wir, wie gesagt, diesen Install-Server hätten wir per se jetzt erstmal so, hätten wir nichts da. Also wir müssten die Kiste quasi einmal booten, dass wir irgendwie einen Live-ISO oder so haben und von da aus kannst du dann halt, also was für uns wichtig ist, ist halt eine stabile serielle Konsole, wo du dann halt auch Config-Files und sowas mit durchkriegst. Ich erinnere mich da an eine Diskussion, Max bestand auch aus Gründen auf diese serielle Konsole. Sonst hätten wir auch einfach Reset machen können. Und neu installieren, dafür muss echt viel kaputt sein. Eine serielle Konsole reicht mir ja, um das Ding heile zu machen. Und das kriege ich per LoRaWAN, glaube ich, nicht hin. Zumindest nicht mit einer Latenz, wo ich nicht nachher echt frustriert bin. Predigst du jetzt SDN oder serielle Konsole? Ja, Moment, SDN ist ja schön und gut. Aber ich habe da ein Linux laufen, ich habe da ein Bird drauf laufen. Ich habe da irgendwie diverse IP-Stacks drauflaufen, da sind Bugs drin. Da ist mein SDN schön und gut. Das SDN nützt mir gar nichts, wenn ich Bugs in der Software habe, die auf den Kisten läuft. So ein Bird muss ich bei V6 ab und zu mal treten. Batman hat auch Bugs. Ich kriege das alles nicht debuggt, wenn ich da keine Konsole habe. Dann kann ich das Ding neu installieren, dann ist es nach ein paar Tagen später wieder kaputt. Das löst mein Problem nicht. Also müssen wir schon in der Realität bleiben. SDN ist schön und gut, aber es löst nicht die Probleme, die man in der Realität hat. Und wir wollen da ja nicht hinlaufen. Genau. Sonst noch Fragen? Ja. Ist eher so eine weiterführende Frage. Ich hatte mir sowas auch schon mal überlegt, das mit Pi zu bauen. Was ich immer noch ganz cool fände, wenn man dann für andere Boards auch irgendwie VGA abfischen kann. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, weil ich nicht so der Hardware-Bastler bin. Das scheint aber irgendwie dann gleich eine deutlich komplexere Aufgabe zu sein. Es kann sein. Ich kann da auch nur sagen, ich bin selber nicht so der Hardware-Bastler als Linux-Administrator. Ich habe von Elektrotechnik per se und auch von Hardware-Dingen eher wenig Ahnung, was aber gut ist für alle Beteiligten, weil das kann quasi jeder bauen. Stimmt. Okay, zum ersten, zum zweiten, zum dritten noch eine Frage. Und zwar kann ich an einem Pi mehrere APUs verbinden, um dort ein Remote-Management hinzubekommen? Seriell würde ich dann wahrscheinlich auf USB ausweichen, weil der Raspberry selber hat erstmal nur ein serielles Interface und das ist auch nur, wie gesagt, UART, ne? Also TX, RX, Ground, ja. Du hast kein Floor-Controlling, kein gar nichts. Hast aber noch 4 USB-Slots und da könntest du ja noch, da gibt es so Adapter, USB auf UART,
Da könntest du theoretisch ja dann noch 4 APUs mit dran klemmen und dann hättest du einfach 4 serielle Interfaces und guckst halt einfach, welches du mit Minicom-Screen oder whatever dann benutzen möchtest. Okay. Ziel wäre es ja dann, wenn ich jetzt beispielsweise 3 APUs hätte, dann, also nicht, dass ich dann 3 Raspberry Pis benötige, sondern dass ich das dann alles an einem dranhängen genau. würde. Genau, dann würde ich wahrscheinlich einfach diese USB-Adapter nehmen, der Einfachheit halber, und dann hätte ich halt einfach mehr serielle Interfaces, die ich vom Pi aus ansteuern kann, und das sind dann meine APUs. Alles klar. Nochmal zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Wunderbar.